Mann, ey! Ich raste aus, ich habe schon wieder reingepustet! Mann! Scheiß Macht der Gewohnheit! Yo, servus, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video vom Smokers Stream. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Ihr habt es gesehen, heute geht's endlich mal wieder nach, glaube ich, 2 Monaten weiter mit einem Shisha-Selbstbau-Video. Letzte war ja das mit dem Baumstumpf, wo man einen Baum gefällt haben. Das kam ja mit über 20.000 Aufrufen und über 1.000 Likes extrem gut an. Deswegen wollen wir die Serie weiterführen. In letzter Zeit gab es ein bisschen Probleme, deswegen kam mal eineinhalb, zwei Wochen kein Video. Aber jetzt ist Juli wieder von der Montage daheim. Nein, ich muss Montag noch mal. Ja, Montag noch einmal, aber danach ist jetzt über den Winter wieder da und dann wird sich das auf jeden Fall ändern. Wir werden jetzt mindestens jede Woche 2 Videos, manchmal sogar 3 Videos machen. Und ihr habt es gesehen, heute geht es um, ja, Shisha selber bauen aus einer Shisha-Dose. Sollte eigentlich jeder Shisha-Raucher zu Hause haben. Und deswegen wollen wir einfach mal kurz euch zeigen, wie wir das machen. Wie ihr es vielleicht gegebenenfalls, wenn ihr Bock habt, nachbauen könnt. Und bevor der Tobi das Ganze im Zeitraffer baut und ihr den kleinen Pond seht, erstmal, was braucht man dazu? Also wir haben einfach ganz normal ein etwas kleineres Tauchrohr. Einen Kopfanschluss hier, ganz normal Kopfadapter. Braucht einfach eine kleine Pfeife. Eine leere Chini-Dose, die haben wir gewählt, weil sie relativ hoch ist. Wir haben uns noch so ein viereckiges Stück Vinyl genommen, wo wir die Dose draufkleben, weil die doch recht klein ist, nicht, dass die umfällt. Könnte aber auch eine Aluplatte oder irgendwas genau, nehmen. Irgendwas, wo ihr drauf kleben könnt. Ein Messer natürlich, ein Schlauchanschluss. Schlauch ist da, genau. Wir werden einfach den Schlauch wahrscheinlich direkt hier reinkleben. Und natürlich das Allerwichtigste, was wir eigentlich bei jedem Fall im Video brauchen, Heißkleber. Und an der Stelle noch ganz kurz, bevor ich es vergesse, falls ihr Bock drauf habt, dass wir weitere Teile machen, wo wir wahrscheinlich sowieso machen werden. Ja. Schreibt eure Vorschläge auf jeden Fall in die Kommentare rein, wie immer. Das Kommentar mit den meisten Likes versuchen wir dann so nah oder so zeitnah wie möglich. Zeitnah wie möglich nachzumachen. Und ja, dann würde ich sagen, let's go. OGEBeats.com. So, Freunde, wir haben das Ganze jetzt hier stehen. Wie ihr gesehen habt, ich habe die Löcher mit dem Messer gemacht, hatten jetzt keinen Akkuschrauber mit einem Kegelbohrer da. Die Löcher so, dass das Ganze relativ straff reingeht. Einmal das Tauchrohr, ihr könnt auch, wenn ihr es zu Hause nachmachen wollt, ein stinknormales Rohr nehmen oder sowas. Genau, einfach irgendwas, wo halt eben die Gummidichtung drüber passt. Genau, muss irgendwie einen Kopf drauf halten. Ansonsten, ihr könnt auch das Ganze ein wenig länger bauen oder 2 Tabakdosen übereinander machen. Hätten wir vielleicht auch machen können, deswegen höher wird. Aber schauen wir erstmal, wie das funktioniert. Das Ganze auf ein Stückchen größere Fläche geklebt, eben damit es nicht umkippt. Ihr könnt auch einen Pappkarton einfach nehmen, das hat glaube ich jeder. Kackkarton. Ein Pappkarton hat jeder daheim, Hauptsache das ist eine Menge größere Fläche und es hält ein bisschen besser. Ja. Und der Schlauch, den habe ich beim Reinmachen so gemacht, dass er vom Kopf weggeht, dass der den Kopf nicht stört. Das Ganze dreht sich jetzt natürlich ein bisschen, weil es doch leicht ist, wenn man einen Schlauch bewegt. Wir haben ja noch kein Wasser drinnen. Aber man kann auch im Notfall noch ein bisschen Gewichte mit draufkleben oder sowas oder Bier draufstellen. Ne? Optional natürlich noch einen Schlüffadapter mit ranbauen, ne? wer es ganz professionell haben will oder Ausblasventil. Genau. Ich denke, Ausblasventil können wir mal probieren. Wenn man das Ganze ein wenig locker schraubt, müsste man eigentlich auch ausblasen können. Werden wir gleich rausfinden, wir füllen das Ganze jetzt mit Wasser. Natürlich, ich wollte gerade sagen, natürlich, weil der Sascha und ich ja in Alkoholstimmung waren, ne, wie ihr vielleicht im letzten Video gesehen habt, gibt es heute natürlich wieder einen Clan. Ne? Gibt es wieder einen Clan, nämlich schönen Kornenhof. Na, also nee, das ist eine leere Flasche Korn, da ist nur Wasser drinnen. Also nein, wir sind keine Alkohol. Ne, doch. Glühwein-Video kommt, Freunde, gell? Glühwein-Video kommt. Oh. Könnte reichen. Ich denke, das könnte reichen, ja? Passt. Klingt, als würde es passen. Dann haben wir hier schon Köpfchen gebaut, ganz normal Somo AD Feed mit dem Somo Cray. Aktuell liegen nur 2 Kohlen drauf, weil der Juli das Köpfe bauen nicht kann. Der drückt ein bisschen. So, Kopf ist drauf, hält eigentlich recht gut. Ne? Also, ja. Bevor wir jetzt den ersten Zug machen, Freunde, würde ich sagen, blenden wir euch mal einen kurzen Clip noch ein, wie die Pfeife überhaupt so ausschaut, ne? Wie wir das Ganze jetzt finally gebaut haben. Und danach werden wir mal hier den ersten Zug nehmen.
So, ja, Juli, nimm dein erstes Zückchen. Der Kopf müsste eigentlich schon angeraucht sein. Ja. Und es funktioniert an dieser Stelle mal wieder gesagt. So viele Leute schreiben uns an, ey, ich habe diese und diese Pfeife. Mein Kopf raucht nicht, mein Kopf schmeckt nicht. Leute, das ist eine Tabakdose, innerhalb von 5 Minuten gebaut und es raucht wie bei einer großen Pfeife. Es hat nichts mit der Pfeife zu tun, es liegt nur, es liegt nur am Tabak, am Kopf und an den Kohlen. An mehr liegt es nicht. Ihr seht, es ist einfach eine Tabakdose und es raucht wie eine 350 Euro Stimulation oder wie eine MIG. Es liegt nicht an der Pfeife. Ja, Kopf ist ein bisschen schräg, finde ich, aber es hält auf jeden Fall hier. Schau euch mal die Rauchwolken an. Stabil ist es auch, ne? Trotz 2 Kohlen, ne? Also raucht wie Sau das Ganze. Ja, eines darf man bei der Pfeife nicht machen, nämlich reinpusten, wie das Sascha gerade schon gezeigt hat. Das, was ich gerade gemacht habe, weil ich es einfach aus der Macht der Gewohnheit bei jeder Pfeife. Jetzt habe ich das Ganze gemacht, jetzt ist der Kopf geflutet, ich probiere mal. Ja, er läuft noch. Ich wusste, ich habe gerade noch gezogen, wollte reinblasen. Es ist, manche haben es einfach nicht, wir haben es einfach drin, wenn wir zu einer Pfeife hingehen, mal kurz reinpusten, ist hier leider Fehl am Platz. Also was machen wir bei der nächsten Pfeife? Ausblasventil. Immer ein Ausblasventil mit einbauen. Wollen wir ein neues Köpfchen bauen, einen kurzen Cut machen? Ich würde schon sagen, ich will eh noch ein Köpfchen rauchen, also machen wir an dieser Stelle einen ganz kurzen Cut. Ja, Freunde, jetzt seht's, neuer Kopf ist drauf, mein weißer Edifit nicht reinpusten, ne? Ich hab's mir jetzt auch gemerkt. Wie gesagt, ich habe leider gerade den Kopf geflutet, weil wir keine Ausblasventil dran haben und ich hab's leider drinnen immer beim ersten Zug auszupusten. Aber ich du halt hast es drinnen mit dem Blasen, ne? Ich hab's drinnen mit dem Blasen, das ist mein Ding. Ja, nee, Quatsch. Wie gesagt, schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt, was aus was wir in die Shisha bauen, weil ihr seht, wie gesagt, eine Tabakdose raucht auch sehr, sehr gut. Kopf ist gerade noch am Anrauchen. Wie gesagt, es dauert noch ein bisschen, bis die komplette Rauchentwicklung da ist. Aber es ist auch nichts Schwieriges. Ist auch nichts Schwieriges. Naja, also wie gesagt, es gibt eigentlich nichts, woraus wir keine Shisha bauen können, deswegen schreibt es einfach in die Kommentare. Auch wenn ihr mal wieder Bock hättet, irgendwie, dass wir eine Früchte- oder Gemüse, Shisha, Gemüsekopf bauen könnten, schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie gesagt, was am meisten Likes bekommt. Versuchen wir dann irgendwie nachzubauen und ich kann von meiner Seite auch sagen, ich finde es sehr gelungen, sehr, sehr kleine, geile, vor allem richtig schön leichte Pfeife. Ne? Also, gesagt, wenn man irgendwie auf einem Festival oder Auto unterwegs ist, ist eigentlich relativ geil. Ne? Nicht pusten. Oha, Jude, hast du. Nein, oder? Nee, das ist nicht bisschen auf. Aber fast. Ja, Jude hat wieder reingepustet. Ihr seht, hier ist ein bisschen Wasser rausgelaufen. Also, es ist wirklich bei uns ein Problem. Die nächste Pfeife wird auf jeden Fall definitiv wieder ein Ausblassystem haben, weil wir haben es da irgendwie drauf. Der Kopf schmeckt mir auf jeden Fall schon mal besser wie der andere. Ja, das ist sehr gut, da habe ich auch nicht gebaut. Könnt ihr mal schätzen, was drin ist, ne? Könnt mal schätzen, was drin ist. Kennt, weiß es. Unser Lieblingstabak von Somo, ihr wisst es Bescheid. Ja, der Wodka drin, hast du verkackt. Den habe ich verkackt, weil ich reingepustet habe. Mein Lieblingstabak. Ja, nee, Spaß auf Seite, wie gesagt, für mich Experiment definitiv geglückt. Lässt sich sehr, sehr gut rauchen, Durchzug ist gut, weil das Tauch relativ groß ist. Ja, schmeckt gut. Blubbert gut, raucht gut, schmeckt gut, was soll ich dazu noch sagen? Ich finde das Experiment mal wieder geglückt. Ja, einziges Problem, was ich mir vorstellen könnte für den Sommer wäre, wenn ihr das Ding draußen in der Sonne stehen habt, wird einfach das Wasser unheimlich schnell richtig warm. Das heißt, das ist wie bei so einer Mini-Oduman oder sowas. Obwohl, würde ich jetzt nicht mal sagen, weil bei Glas kommt ja das Licht doch eher an. Okay, wenn ihr eine weiße Dose nehmt, wenn ihr eine schwarze Dose nehmt, habt ihr ein Problem. Ja. Also oder einfach die Dose kurz davor mal ins Gefrierfach stellen. Das ist auch kalt wie Sau. Man kann es auch mit Eiswürfel füllen. Kann man auch machen. Also, da sind keine Grenzen gesetzt. Sehr, sehr einfaches Konzept. In weniger als 5 Minuten gebaut, wenn man alles zur Hand hat. Ansonsten kann man das wirklich zu Hause nachmachen. Probiert es aus, schreibt uns eure Testberichte, schickt uns eure Fotos davon. Genau, auf Instagram würden wir auch richtig schön reposten, wenn ihr davon einen Nachbau uns schickt. Nicht reinpusten, ne? Ich hab's mir jetzt auch gemerkt. Mann, ey! Ich raste aus, ich habe schon wieder reingepustet! Mann! Scheiß macht der Gewohnheit! Ja, Freunde, ihr seht, Kopf ist tot nach nicht mal 2 Minuten. In dem Sinne, Freunde. Bin so dumm, Alter. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Shishas kein Hobby, Shishas Leidenschaft. In dem Sinne, macht's gut, haut rein. Und Servus!